Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play WWE 2K14 Universe Mode. Wir sind hier im Let's Play bei ECW und ja, warum jetzt hier das Tierbild da anders aussieht, denn ich musste den ganzen Universe Mode nochmal neu machen. Wir sind immer noch auf dem gleichen Stand, aber ich musste alles nochmal neu machen, die ganzen Superstars, deswegen sehen die auch ein bisschen anders aus. Und das Kader ist jetzt ein bisschen verändert, aber ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm. Ja. Eine kleine Planänderung für Money in the Bank. Der Brand, den zwei Six-Man Tag Team Matches oder Elimination Matches bei bei Money in the Bank gewinnt. Also zum Beispiel, es sind ja zwei Matches und zum Beispiel es gewinnt hier zweimal ECW. Dann ist die FCW-Geschichte. Gewinnt aber die FCW zweimal, dann ist die ECW-Geschichte. Wenn die FCW nur eins gewinnt und die ECW nur eins, dann steht es ja 1-1. Und dann kommt das Money in the Bank Match ins Spiel. Und deswegen, ja. Wir wissen nicht, wie die Teams von FCW aufgebaut sind, aber wir sehen hier schon ein Hauptherausforderer-Match. Das ändern wir um in das Money in the Bank Qualifying Match, also ein Triple Threat. Okay. Erstmal das gucken wir mal. Bruno Sammartino gegen Scott Steiner gewinnt Scott. Virgil gegen Big John Studd gewinnt Virgil. The Miz gegen JBL gewinnt The Miz. Santino Marella gegen Bret Hart gewinnt Bret Hart. Mick Foley gegen Andre the Giant gewinnt Mick Foley und ja, jetzt geht's los. Ja, ich lass das mal so. Ja, und die ECW Arena sieht das auch anders aus, aber ja, ist ja jetzt auch egal. Die FCW Arena sieht jetzt gleich aus. Ich finde, die ECW Arena sieht jetzt etwas besser aus. Aber ja. Wenn halt meine Speicherdatei beschädigt ist, dann kann ich auch nichts dazu machen. Okay. Es geht los. Justin Gabriel gegen King Kong Bundy. Also ich glaube, dass King Kong Bundy das hier gewinnen wird. Und ja, ich muss sagen, dass mein Controller immer noch so angeschwächt ist. Also, dass die X-Taste manchmal klemmt. Oder geht schon. Jetzt kontert King Kong Bundy. So, geh mal in den Ring und dann Elbow. Ich glaube, wenn er King Kong Bunny gewinnt, dann kriegt er auch ein Qualifying Match. Aber wieso sollte er King Kong Bunny besiegen? Warum sollte er das? King Kong Bunny ist halt King Kong Bunny. Oh, schön ein Sugiri. Aber durch die Schnelligkeit von Justin Gabriel hätte er schon eine Chance, aber er braucht Stärke. Konnte jetzt King Kong Bunny von den Beinen jagen, sozusagen, und was ein Superkick. Jetzt geht's nach unten für Justin Gabriel. Nope, sagt Justin Gabriel und wird wieder weggeschleudert. Da hat er einfach die Kraft nicht, um einen King Kong Bunny hochzuheben. Die Kicks. Was kommt jetzt? Keine Ahnung. Egal, one. Ne. Nur bis eins. Oh, Running STO. Ja, wurde nix. Oh, schon wieder ein Running STO. Warten Konter. Standing Shooting Star Press. Oh.
Ja, dieser Fehler war schon heftig für Gabriel. Es hat ihn jetzt Kraft gekostet. Was kommt jetzt? 450 Splash ging daneben und jetzt kommt Nelbo. Jetzt der Kick. Oh, jetzt doch nicht der Body Splash. One, two. Ne, Alter. Also kommt ein Justin Gabriel durch so ein Body Splash nochmal raus. Also ja. Ich glaube, Justin Gabriel muss noch niemals gewinnen, sondern einfach nur gute Chancen rausholen. Ne, sie feiern für Justin Gabriel und ja. Justin Gabriel kommt aber am Ende auch noch raus, deswegen. Nö. Jetzt da. Jawbreaker. King Kong Bundy will, dass Justin Gabriel in den Ring kommt. Aber, ne, King Kong, ja, war schon richtig der Satz. Nur Justin Gabriel hat gerade keinen Bock. Kann ich auch verstehen. Und BAM! Auf den harten Hallenboden. Oh ne. Oh nein. Oh ne. Durch die Barrikade. Das war's für Justin Gabriel. Da kommt Justin Gabriel nicht mehr hoch. No way. No way. No way. King Kong Bundy siegt durch Countout auf jeden Fall. Nee. Justin Gabriel ist nochmal da. Und wird vom Ref down geschlagen. Jetzt, was kommt jetzt? DDT! Nee. Da war King Kong Bundy da. Und schmeißt ihn jetzt wieder nach unten. Und wieder ein Elbow Drop. Also. In so einer Welt von King Kong Bundy kann ein Justin Gabriel halt nicht lange überleben. So, das war schon mal gut. Und was macht der denn da? Ich renne einfach nur dagegen und dann, ach. Wieder ein Elbow. Nöp. Schöner Forearm. Jetzt 450 Splash, das war's. One, two, three, nein. Da kommt Bundy nochmal raus. Der 450 Splash ging durch. Und jetzt gibt's den Corner Splash. Den Corner Splash, ja. Den Corner Splash und das war's. Das war's. One, two, three, ja. Das war's. Bundy gewinnt. Das war aber irgendwie klar. Ja. Justin Gabriel hat verloren. War auch nicht irgendwie schwer zu erraten. Aber mal sehen, welches Match Justin Gabriel in der nächsten Woche bekommt. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Hauptherausforderer-Match. Ja. Und die Siegesserie von Patrick läuft ja immer noch. Das ist ja krass. Das ist krass. Das ist ja krass. Krass, krass, krass. Krass, 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 krass. Krass, 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 krass. Okay. Mark Henry gegen Yokozuna gegen den Sergeant.
Yokozuna hat's ja bei No Way Out verkackt. Mark Henry, der hat Bock und feiert sich erstmal. So, was gibt's jetzt? Ein Double Gutbuster. Nee, da kontert der Sergeant erstmal. Was gibt's jetzt? Ein Double Suplex? No! Und Double Suplex andererseits. Und World's Strongest Slam! Skawa hinterher. What? Ne. Da war Yokozuna da. Da war Yokozuna da. Das gibt's einen Punch. Habe ich überhaupt Anzeigeoption? 10 Anzeige? Ja. Habe ich gar nicht drauf geachtet, deswegen. Yokozuna, ich cover mal. One, two, ne. Nur bis zwei und. Oh, World Strong Slam Counter in a Backbreaker. He's got the Backbreaker. Jetzt wird erstmal Mark Henry zu Boden geschlagen. Es wurde ja so rumspekuliert, dass vielleicht ein paar Leute aus der FCW gefeuert wurden. Oh ne, oh ne. Da kam einfach mal der Sleeper. Vom Sergeant. Und jetzt wieder ein Double Suplex. Von den beiden. Nein! Mark Henry wandelt es wieder um. Was kommt jetzt? Oh, what a move, man. That was not good for him. For him. Und Yokozuna geht erstmal in die Seile. Oh, er wird hochgeschmissen und dann in den Catching. World Strong Slam. Running STO. Was ist das jetzt? Das Cover hinterher. One, two, nein. Backbreaker, nein. Konter. Legdrop von Yokozuna. Bam. Nee, Konter in ein Belly-to-Belly Slam. Ja, ja. Was hat Yokozuna jetzt vor? Winds of Change. Jetzt haut der ihn auf die Matte. Und Banzai Drop. Ja, no.
Slaughter kontert, Slaughter kontert. Geht's ab in die Ecke für ihn. What? Oh, schon wieder ab in die Ecke für Yokozuna und what? What a slam! Und der World Strong Slam! Noch ein World Strong Slam soll jetzt kommen. Der zweite World Strong Slam. Und jetzt ab in die Ecke für ihn. World Strong Slam. Und bam, was ein Backbody Drop. Da, einfach mit den Riesen. Den World Strongest Man haut den einfach über seine Schultern. Jetzt hat sich auch Yokozuna auf Mark Henry abgesehen. Ist ein No Disqualifications Match. Und bam, wieder Schlag. Was gibt's jetzt? Ein Punch! Jetzt wieder ein Irish Whip in den Ring. Zack. So, was macht Mark Henry jetzt? Und oh, Bearhug! Warum geben die einfach alle nicht auf? Der Sleeper Hold! Warte, ein Schlag mit dem Stuhl. So, was kommt jetzt? Double Gutbuster gegen den Sumo-Ringer. Oh, ein Griff in die Augen. Ein Uppercut. Nee, einfach mit dem Sledgehammer da rein. No. No, nichts. Jetzt wirkt der Sergeant Mark Henry wieder einmal. Es geht hier um einen Spot im Money in the Bank Match. Das darf man wieder nicht vergessen. Sidewalk Slam! Jetzt! Zack! Yokozuna mit dem Konter! Jetzt ab in die Ecke! Der Sergeant! Der ist bereit für Yokozuna. Aber nicht für den World Strongest Man! Ich frag mich, was das für eine Angst für die Superstars ist. Hier einfach ihren Job zu verlieren, denn nach
Money in the Bank haben auf jeden Fall Leute ihren Job verloren. Jetzt der Body Splash! One, two, nein! Da kommt er nochmal raus. Nein! Konter! Nein. Jetzt geht's ab in die Ringecke mit Mark Henry. Und der Banzai Drop soll jetzt kommen. Jetzt aufs erste Seil, aufs zweite Seil und jetzt Banzai! One, two, three. Yokozuna, it's the Money the Bank match. What the fuck? Werden Yokozuna schon mal bei Money the Bank im Main Event sehen können? Also falls ECW verlieren wird und im Money in the Bank Match ein ECW Superstar gewinnen wird, dann ist natürlich seine Karriere nicht vorbei. ECW ist Geschichte, aber dann wird er eine Chance auf die FCW Championship haben. Und andersrum genauso. Dann wird einer auf die ECW Championship haben, wenn die FCW down ist. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao, Leute.